Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Hongkong. Wir sind hier noch im Tiger's Den und wollen jetzt mal, ich glaube, hier raus. Okay. Ja, da würde ich sagen, machen wir das da auch mal hier. Now that we've got some breathing room. Ja, wir haben alle gekillt. I'll do what I can to get us access to the door panel. Okay. After a few moments, hear an audible click. And there we go. Staircase unlocked. Do me a favor and take point, Gonzo. I think that I soaked up some drain busting us out of that trap. My head is swimming. Don't worry, I got the lead. Bla bla. Ja. The sound of gunfire echoes through the halls behind you. Dürfte aber eigentlich nicht mehr, da ist ja keiner mehr. You press forward to see if blood and corpses in your wake. So far, so good. Now all that you need to contend with is the police station overflowing with SDU officers, all of whom want you dead. The motor pool seems like the best way out. Plenty of cover and a straight exit to the docks where Jomo is waiting to extract you. Ja, das ist eine gute Frage. Auf wen schießen die denn da jetzt? Ich meine, wenn ich da nicht mehr bin, also wenn wir da nicht mehr sind und sie uns umbringen wollen, wen schießen die da jetzt? Da ist er. Oder ist das einfach nur ein sehr langes Echo von, als wir noch gekämpft haben? Bis jetzt, dass das dann nachhallt. Das ist halt aber sehr lang. Okay, Q ist deathly silent. Deathly. Wusste gar nicht, dass das ein Wort ist. Okay. Machen wir aus einem Substantiven. Okay, wusste nicht, dass das geht. Silent as you descend toward the motor pool. Her eyes narrow to slits. As the door swings open and you step out into the light. You steal yourself for whatever comes next. Fantastisch. Okay, wir können auch was machen. Das ist gut. Charging System. Haben wir nicht? Ich habe da doch was gesehen. Motherboard Charging System Pass. Was chargen wir damit genau? Müssen wir hier irgendwas? Wahrscheinlich. Also, was wir schon mal machen können, ist, du. Gehst mal in Deckung. Du. Ist auch in Deckung. Ich meine, wir hätten alle noch einen Schritt weiter vorne stehen können, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Du gehst mal noch da. This access panel appears to serve as the user interface for the motor pool's charging grid. Ah, für die. Ach ja, das ist ja alles Elektro. Ja, stimmt. Wir sind ja Zukunft. Ist ja alles. A small display and backlit keyboard have been mounted to the machine. Judging by what you can see on the display, it looks like the whole system has been password locked. Powerful links. Links. Powerful links. Ich glaube, so war das. Das ist richtig. Please help systems diagnostics about search a system for something that you can use. Das ist eine gute Idee. A few minutes of sifting through the menu screens mitten im Kampf.
Wie geht das so mit Kampfrundenlänge und Dauer und überhaupt? Und Initiative ist egal. Is enough to convince you of two things. One, that the designers of the system value flexibility over security. And two, that the firmware itself is way more powerful than a typical end user would need. With the flip of a few switches and the disengagement of a few safeties, you could probably melt the entire grid down. You could even do it from a distance, if you routed control to your PDA first. Mach das mal. Ach, dann können wir das... Ja, wenn wir nicht sagen, dass wir damit alle Autos in die Luft sprengen. Naja, gut, es ist... ja, natürlich. Es ist ja auch nicht so, dass elektrische Fahrzeuge, dass die irgendwie einen Überladungsschutz haben. Oder so. Also ich meine, das, ne, das kann ja mal passieren, dass man länger lädt als nötig. Nee, nee, die gehen dann alle in die Luft. Ich meine, gut, wir könnten da Batterien zum Platz... Ja, vielleicht würden da auch Autos brennen, aber... Meldet den Tag dann... Okay, vielleicht meldet es tatsächlich nur down. Obwohl ich so glaube, dass hier Sachen in die Luft fliegen. Das ist, warte, ne? Das ist ja immerhin noch, ne? Das soll ja unterhaltsam sein und so weiter. Okay, mach das mal. To accept your PDS input theory, you should now be able to overload the Motorpool's charging units with the touch of a button. Aber wir müssen noch zu den Autos hin. Das ist ja nicht so hilfreich. Was soll das bringen? Ich meine, dann gehen wir da hin und macht's Rums. Und dann? Dann sind wir tot. Okay. Lustig Spiel. Du... Wissen wir, ob von hier... Ne, von hier werden wahrscheinlich auch noch welche kommen. Mhm. Okay, so, du musst mal Haste auf Duncan. Du schaltest dein Ding ein. So. Ich meine, bin ja schon irgendwie gespannt, was da passiert. Oh nee, wir können das... Wow. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das ist nur, das ist zwar das Hand-Icon, aber das können wir von hier aus. Das, deswegen steht da auch 0. Ja, bin doof. Okay, also wir können es logisch von unserem PDA aus machen. Okay, sorry, Inspektor, das war... das tut Isabel total leid. Komm, Isabel, du hast so schlechtes Gewissen. Ja, aber sie brennt weiter. Okay. So, dann haben wir hier einen Enforcer und einen Captain. Kannst du vielleicht noch Dual Aim auf. Kommst du da hin? Ja. Dann schieß doch mal. Obwohl, wir können das ja sprengen. Dann schieß mal dem Kopf. Hahaha. So. Und nochmal. Very nice. Und jetzt machen wir mal das da, ne? Oh, die hat's auch zerrissen. Überhaupt nicht komisch, total tragisch. Tut mir auch leid für die Angehörigen und Thoughts and Prayers. Aber es ist schon... Ne, wieso ist der da gestorben? Ist mir egal, alle sind tot. Okay, zum Glück können die das... Ist aber Glut. Hast du verdammt viel Glück gehabt, wenn ich das mal sagen darf, Inspektor. Das hätte anders ausgehen können. Warten wir mal ab. Oh shit. Von hinten, na, das ist ja fair. Na gut, das war gut, dass wir uns dahingestellt haben, ne? Du Vollpfosten. Eieiei. Autsch! Oh Mensch, 24. Das tut doch der Goblin weh. Du blöder Shocktrooper. Okay, jetzt okay, also sie kommen von hinten.
Okay, also wir machen mal erstmal. Wow, das ist einmal schlecht. Gut. Gobi. Gobi ist nicht so gut zu Fuß gerade. Das ist ein bisschen ungünstig hier, wo wir stehen. Nimm mal dein Ares. Ja, okay, wenn da jeder trifft, das halt wie viel Schaden? 60, 70? Okay, 80? Keine Ahnung, er ist tot. Okay, also, wir kommen von da. Isabel, geh mal Scouting. Das ist verdammt groß hier. Wissen wir, wo wir hin müssen? Ja, wir haben hier irgendwo, haben wir hier, nee, hier, wo? Da müssen wir hin, okay. Okay, Gobby, wie geht's dir? Gobby kann sich wieder ein bisschen bewegen, aber noch nicht wirklich. Hier noch irgendwo ein Zugang? Ich meine, hier ist ja niemand. So, du könnt. Aua. So eine Runde warten mit dem Heilen. Ja. Halten wir hier mal die Stellung, würde ich sagen. Bis wir auch Gobbe zurückziehen können. Hier ist einfach keiner. So, Gobbe ist jetzt wieder mobil. Ich meine, wir können einfach alles überall sprengen und dann, falls da einer ist, ist er tot. Aber ich meine, es macht doch Spaß. Aber nochmal, so funktioniert Elektrizität eigentlich nicht. Aber gut. Ich meine, wenn wir hier einfach alle hinrennen. Ich meine, wenn wir nicht kämpfen müssen, müssen wir nicht kämpfen. Okay. Ist einfach keiner mehr. Gut. Wenn du das sagst, Spiel.
Da müssen wir hin. Whatever. Aus irgendeinem Grund geht. Whatever. Ah, jetzt kommen wir wieder welche. Da ist einer, okay. Na gut, das ist ja nicht weiter wild. Das ist jetzt aber doof für dich, ne? Weil. Auch und das Ding können wir nicht sprengen? Was soll das denn? Line of sight blocked. Whatever game, whatever. Das kannst du ja nächste Runde machen. Ach so, du kannst uns aber sehen. Aha. Na gut, wenn das. Ah, okay, da seid ihr. Okay, da kommen ein paar. Da kommen ein paar. Oh, hallo? Weiß nicht, ob sie das erreicht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, also. Also Spaß macht das irgendwie schon. Okay, kannst du mal Aim auf den Kollegen machen? Du triffst ja sonst nichts. Du auch noch mal. Ja, es wird einfach nicht besser. Gut.
Line of sight blockt, aber er kann dich sehen. Das ist fair. Wir gehen mal nach da. Okay. No recent wounds, dann. Line of sight blocked. Ihr habt das noch nicht gemerkt mit den Autos, ne? Dass die. Aber gut. Oh, das ist echt nett. Da waren ja noch mehr hier, ne? Aber na gut, das werden wir ja gleich gucken, ob da welche waren. Oh, ist getroffen. Wunderbar. Dann ist der nächste Runde auch tot. Ball Lightning müsste den erwischen. Ja. Okay, warum seid ihr? Ah, da ist noch jemand. Da ist keiner mehr. Wieso siehst du den nicht? Was blockiert da deine Line of Sight? Weil ich meine, das Auto kann es nicht sein. Dann könnte der ja auch nichts sehen. Und hier ist nichts. Also es ist einfach... Oh, das waren alle. Okay. Gut. Haben wir ja noch schön Sachschaden ein bisschen angerichtet, so wie sich das gehört. Boathouse, klingt gut. You return, and the lovely senior inspector Q is with you. Are you ready to go, my friend? Get us the hell out of here. There are Patrol boats on their way. Woher wissen wir das? Glauben wir einfach. Marine Region Patrol boats wallow like pigs in shit. We will run circles around them. Halt doch die Fresse.
Get to it then. Go. Officer Muckinghoff, best climb in and buckle yourselves down then. This will be a bumpy ride. Oh, cutscene. Also, loop. Water lashes, also könnte auch ein GIF sein. Water lashes your face as Jomo opens the drunken mistake's throttle. The boat bounces over the surface of the water like a skipping stone, half jolting you out of your seat every time it splashes down. Jomo's voice roars out over the din in a sing-song cadence, joyously barking out a song in Indonesian. Yeah. Well, he sounds happy. Jomo is happy. You must all join in celebrating his triumph. Warum redest du von dir selbst in der dritten Person? Das ist... Also das ist grundsätzlich, also nicht nur in Rollenspielen, das ist glaube ich auch im realen Leben so. Also wer regelmäßig von sich selbst in der dritten Person redet, mit dem stimmt was nicht. Ist nur ein Vorurteil, aber stimmt meistens. Our pursuers are shaken, thrown from a trail like a bucket of piss from a poor man's window. Und deine Metaphern könnten auch noch ein bisschen Arbeit vertragen. And now your glorious Captain. Ich hoffe nicht, dass das Deutsch sein sollte. We'll have you back to your impound yard, where you must feast and drink to his success. Ja, ja. Und wenn wir dich nicht mehr brauchen, schießen wir dir in den Hinterkopf, nur damit du Ruhe gibst. Wait, the impound yard is compromised. Kurt's people might even have it surrounded already. We can't go back there. She's right, Lam was a mole, a part of Crate's conspiracy. They are gonna know everything that he did. Ja, dann fahren wir doch zu unserem Home. I know a place. Oh Gott. Somewhere that the HKPF cannot approach by land, air or sea. Wo in deiner rosaroten Traumwelt? Jomo will take you there and then he will try very hard to talk his way out of suffering the consequences. Warum bringst du uns denn nicht nach Heroi zurück? The Benteng. The drunken mistakes, turbocharged motors churned through the open water, leaving a trail of frothy sea behind you. The Aberdeen docks quickly recede into the distance and Jomo powers you steadily deeper into international waters. In the back of the boat, Q stands alone, one hand cupped over her ear, shouting into a comlink. You can't make out what she's saying over the roar of the drunken mistakes engine, but from the expression on her face, it isn't going well. Jomo throttles down the engines, nervously staring into the water just beyond the speedboat's hull. You soon discover why. Sea mines. Huh. With careful precision, the pirate steers the nimble craft around them, aided only by his skill and a handful of Indonesian curses. Ja, und ich hoffe auch einer ein oder anderen Sensoreinrichtung. As Jomo pilots you through the minefield, a jagged shape in the distance begins to grow larger. It's huge, a slab-like ship surrounded by a number of smaller vessels. Grinning, the pirate. Okay. Oh, wir sind alle hier. Was bist du? Du bist... Also den Ork haben sie ja mal glatt aus Star Wars entliehen, oder? Weil der sieht doch aus wie einer von diesen Typen da in Jabba's Castle, oder? Also vielleicht liegt das auch noch an der Perspektive, dass er so ein bisschen gedrungen wirkt, aber das ist... Ah nee, das soll ein Troll sein, das ist ein Hörner hier. Okay, da habe ich schon hübschere Trolle gesehen. You step onto the... Converted barge with unsteady legs. The deck rocks with the rolling motion of the waves and you can hear the slap of water against the hull below your feet. The air here is permeated with the smells of engine oil and diesel fumes, all intermixed with the sweat of sailors and the sweet aroma of roasting amberjack. Welcome aboard the Benteng, the jewel of the Loho Jowa fleet. You will be safe here, safer than you were in the impound yard, in Heoi or at your mother's teat. Nothing enters these waters without Captain Utamas permission. Und die Minen, die hier, das sieht mir nicht besonders sicher aus, vor allem die da auch nicht, weil das sind doch, also das, also ich meine, bumm und bam, nicht, ich bin um unsere Sicherheit besorgt. Crate and the people don't need to enter this water to hurt us, they have aircraft and drones at their disposal. Aircraft ist ein guter Punkt. Aircraft and drones. Was hast du dazu zu sagen? Aha, and this worries you? Take it from me, Gonzo. It shouldn't. Look around you. See for yourself.
Ja, ich sehe hier so eine Art Flak, die offensichtlich nicht funktioniert, weil da Funken rauskommen. Oh, okay, das ist ein bisschen größer. In the distance, a cluster of enormous guns rise above the Bentang stack. Möchte da jemand irgendwas kompensieren? Heavy artillery coupled with a group of old model Ares CWI Systems. Millions of Nuyen worth of restricted military hardware. Okay. Ja, ist ein gutes Argument. Also wird wahrscheinlich reichen. All mounted to a creaking barge with a resale value of a mid-range sedan. The seabed beneath your feet is littered with the carcasses of countless drones and aircraft. They all met their doom to the roar of the Bentang's mighty guns. Sheets of flying lead tore wings from fuselages, ripped through cockpits, shredded parachutes to tattered rags. Das ist aber nicht mehr nett. Oder meinst du Fallschirmjäger? Aber ich meine, wenn sie gerade abgesprungen sind, um sich zu retten, ist das schon ziemlich unsportlich. Aber wahrscheinlich haben sie Fallschirmjäger gemeint. And the waters that she protects are no safer for our enemies. Envision the seabed far beneath your feet. Und wer hat das alles bezahlt? New life springs from the bones of patrol craft, coral of a thousand hues sprouting like weed from the bloated bodies of those fools who have dared to trespass here. Our minds make short work of those who approach by sea. Ja, ich meine. Elvish Kumin steps forward and claps a hand onto the orc's shoulder. His voice comes out in a breathy rumble. Okay, du hast vergessen, dein Bart zu färben. Egal. Oder er hat sein Bart gefärbt. Und, nee, das ist nicht seine natürliche Haarfarbe. Es wird das aber komisch, wenn das unterschiedliche Farben hat, aber ich habe von sowas keine Ahnung. Jomu speaks the truth, Shadowrunner. Nothing can approach this ship and live. Okay. I don't doubt it. That's some impressive hardware, Nudge Nudge. You've got there. You're ganz so impressive, but that's a pretty big claim. Believe what you like, but I wouldn't question the Bentang's capabilities in front of the captain if I were you. Okay, der hat wirklich was zu kompensieren, verstehe. My hands are not small. She is well. She, oh Gott, okay, ja, na, dann wissen wir, was sie. Das ist ja ganz genau, was sie zu kompensieren hat. Wusste nicht, dass das ein Problem war, Frau. Offensichtlich schon. She is waiting for you, by the way. In your place, I would not keep her waiting long. Nee, nee. What about my crew? They will wait for you in that rusted hulk that you call a home, the one that the corporate people towed here. Okay, durch die Minen durch. Okay, also mit anderen Worten, Jobo, das war gar nicht so schwierig, da durchzumanövrieren. Ne? Du hast nur wieder angeben müssen. Weil ich meine, wenn man mit diesem dicken Ding, mit diesem dicken Schiff da durchkommt, wenn es auch noch geschleppt wird, dann muss da ziemlich viel Platz zwischen den Minen sein. The Bolter is here? She isn't seaworthy. How did you? I made some calls. Ah, hast eine Hotline angerufen? Wie funktioniert das, wenn man mit einem Telefonanruf ein Schiff repariert? Ich dachte immer noch, dass das dann Leute machen müssen. Amazing how much freight you can move with a tugboat and a couple of industrial lifting airframes. Okay. Whatever. It must be nice being able to call in favors from a megacorp on a whim. It didn't happen on a whim, believe me. My relationship with corporate is beyond strained at the moment. You can talk with your friends later. No, go to Utama and be quick about it. I tell you this for your own good. You heard the man, I'll call you if we run into trouble. It's the same. Was machst du denn hier? He taps a cigarette out of the pack in his breast pocket. Du hast nur einen im Mund, aber. Wollen wir dich nicht. I shall inspect the bolt hole and see if it is still a ship. Du hast was. If anything was damaged during transit. Du willst diesen ganzen Tanker untersuchen, ob da irgendeine Beschädigung. Na, viel Spaß. Wir haben ja Zeit. Q, Gonzo, you're with me. We have a captain to meet. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das klingt ja alles hochinteressant. Das ist hier. Ich würde sagen, das Wasser sieht aber nicht gut aus, aber das ist die Lampe da. Aber wahrscheinlich ist das Wasser trotzdem nicht gut. Das ist ja jetzt also unser neues Hauptquartier. Okay.
Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Shadows of Hong Kong. Bis dahin, tschüss.